Damit wir diese Fortschritte erzielen können, so wie wir sie auch in den letzten 10 Jahren, das Überleben von Patienten, zum Beispiel durch die Einführung der Chemoimmuntherapie, deutlich verbessern konnten, ist es essentiell für Studiengruppen, dass sich Patienten an klinischen Studien beteiligen. Der Vorteil für die Patienten ist, dass sie dadurch Zugang haben zu neuen Substanzen, die in dieser Linie der Therapie vielleicht noch nicht zugelassen sind oder in dieser Kombination noch nicht zugelassen sind. Der weitere Vorteil ist, dass wir nur durch die Mitarbeit von den Patienten und von ihren Angehörigen, was wir sehr schätzen, weiter Fortschritt machen können, weil wir gerade diese großen Phase-3-Studien brauchen, um die Frage zu stellen, ob eine neue Therapie, so wie wir es vermuten, wirklich auch besser ist. Und da sind wir sehr froh für die Unterstützung im Sinne der Patienten.